Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The House of Da Vinci. Wir sind hier im Garten, da sind wir beim letzten Mal angekommen und haben auch schon so ein bisschen was hier vorne gelöst. Oh, und da springt gleich die Hilfe auf, die ich natürlich jetzt noch nicht möchte. Auf jeden Fall haben wir hier diese verzierten Scheiben bekommen und ich würde mich hier jetzt auch gleich mal ranmachen und die einsetzen. Ich muss näher ran. Ja, und dann schauen wir mal, was wir hier jetzt lösen können. Okay, ich habe es vermutet. Man kann viel rumdrehen hier sicher. Müssen wir mal schauen, was wir dann hier wirklich draus bilden sollen. So richtig kann ich das jetzt noch nicht ableiten, was hier kommen soll. Kann ich noch mehr? Ach so, ja, okay. Das Übliche. Ich vergesse es jedes Mal. Es ist natürlich nicht nur eine Ebene zu drehen. Man kann hier. Na, Moment, hier auch noch mehrere drehen. Okay, also schaue ich mal, dass ich hier ein schönes Bild irgendwie draus mache. Wenn das denn irgendwie geht, kann ich noch was drehen? Okay, also hier nicht, da nicht. Tatsächlich nur das Außen und die Scheiben selber. Okay, also. Nee, die müssen sicherlich hier schon diesen Kreis ergeben, oder? Die sehen auch so ähnlich aus, diese Unterscheiben. Müssen wir mal gucken, welche da wirklich wohin müssen. Es irritiert mich gerade, dass das hier immer mal wieder dunkler wird. Warte mal, wir gucken mal kurz mit dem Okular. Okay, alles klar. Ja, ich war gerade auch irgendwie ein bisschen verwirrt. Das sah für mich alles gleich aus. Dann gucken wir mal, was wir hier sehen. Also ein Viereckkreis, Viereck mit Strichen durch, Sternchen. Okay, ja, mal gucken, wie das jetzt ausgerichtet sein muss. Ob außen die gleichen Symbole sein müssen? Ach so, hier geht's nicht. Ach ja, und die kann man nicht drehen. Boah. Gut, das soll irgendeine Logik sein. Also wenn wir hier ein Sechseck haben, ein Kreis, ein Viereck mit Strich. Boah, ja, was soll da draus werden, ist die Frage. Ich kann jetzt auch nicht drei gleiche Symbole auf einer Linie haben, das geht nicht. Ich denke auch nicht, dass ich hier die irgendwie zueinander sortieren muss. Na, wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja auch noch was mit der Zeit. Tatsächlich nicht. Es wäre zu schön gewesen. Okay. Gut, also das ist die Ausgangslage. Aber wo? Also wo geht's hier weiter? Beziehungsweise was kommt hier nach? Wir haben nur dieses Sechseck. Das muss ja irgendwie. Also irgendwie schon einer Logik folgen. Ich weiß nur noch nicht welcher. Das habe ich jetzt hier gerade noch nicht so durchschaut. Vielleicht einfach alle, genau alle Formen ohne extra Striche, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, also so. Und. Ach nee, aber das ergibt irgendwo auch schon wieder keinen Sinn. Das ergibt schon wieder keinen Sinn. Toll. Oder halt Kreis, Viereck, Sechseck. Und dann hier. Ja, ist die Frage, was dann hier kommt. Drehen wir das mal hier hin. Einmal so und wieder zurück. Also so richtig erschließt sich mir das nicht. Wenn, dann ist das wieder mein guter Freund reiner Zufall, der hier zuschlägt am Ende. Welche Logik ist hier hinter? Kreis, Sechseck und Viereck mit Strichen. Und wir haben ein Viereck und ein Sechseck, ein Kreis und einen Stern. Und hier auch noch mal das Symbol.
In der Mitte haben wir auf jeden Fall keinen Stern. Wo muss der dann hin? Hm. Das erklärt sich mir nicht. Das erklärt sich mir wirklich überhaupt nicht. Sehr schön. Ich verstehe es einfach wieder nicht. Kann ich hier vielleicht zwei gleiche Symbole immer, die außen sein müssen? Nee, aber wir haben ja... Doch, wir haben auch einen Kreis. Wir müssen die Sterne vielleicht in der Mitte sein. Aber wie kann ich denn das dann umsetzen? Also den brauche ich da auf jeden Fall. So. Und wieder zurück. Gut, das hat so nicht. Warte mal, so? Auch nicht. Schade. Also ich hatte jetzt vermutet, dass ne, die Form in der Mitte und außen übereinstimmen sollen. Das ist aber nicht der Fall. Das ist schade. Kann natürlich sein, dass das Viereck dann eventuell hier drin sein muss. Aber wo muss dann der Stern hin? Dahin? Also vielleicht, ja, müssen wir halt die mittleren Teile mal durchtauschen. Und wieder zurück. Nein. Es ist das ja dann auch noch nicht richtig. Wobei, nee, das glaube ich nicht. Hm. Also, mich würde hier wirklich interessieren, erkennt ihr ein Muster, was man hier machen muss? Ich erkenne nämlich wirklich keins. Ganz ehrlich, ich erkenne hier keins. Komm, wir lassen uns mal wieder einen richtig tollen Tipp geben. Die verzierte Scheibe in der Mitte der Tür zur Gruft muss der Schlüssel sein, um sie zu öffnen. Ach ja, das Übliche. Ich liebe es. Ihr wisst, wie es ist mit diesen tollen Hinweisen. Solange kann ich ja probieren, bis hier oben der nächste Hinweis möglich ist. Was können wir denn hier noch probieren? Irgendwie... Vielleicht... Ich habe mir leider auch nicht so ganz gemerkt, was ich jetzt hier schon ausprobiert habe. Und jetzt würde ich hier... Na, mal außen. Genau, die Form. Aber das bringt mir ja hier nichts. Sehr unlogisch. Also wie ist das gedacht? Kriege ich die Form nicht zusammen. Das ist ja schon wieder deprimierend. Ich habe mich so drauf gefreut, dass man hier heute mit den Scheiben so ein bisschen rumdrehen kann und dann klappt das nicht. Weil ich es halt überhaupt nicht erkenne. Aber der nächste Tipp. Das Steinornament hat drei kleinere drehbare Segmente und einen drehbaren äußeren Ring. Es scheint, als müsste ich das korrekt einstellen. Wisst ihr Bescheid? Ja, das ist anscheinend das, was wir machen müssen. Hätte ich nicht gedacht, nein. Also wahrscheinlich muss irgendwie was mit dem Stern hier schon unten hin, bei dem Viereck mit dem Kreuz. Einfach weil das schon so eine spezielle Form ist. Ich habe schon gesagt, okay, das kann passen. Aber was kommt denn hier am Ende dann raus? Das ist die Frage. Was soll da rauskommen? Es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten hier. Welche davon ist die richtige? So ist es ja alles anscheinend nicht richtig. Auch einen entscheidenden Hinweis, der mir hier weiterhilft.
Oder gibt es hier irgendwo was, wo man sowas Ähnliches sehen kann? Ähnliche Form? Nicht wirklich. Gut, wir haben noch einen Hinweis. Das Oculi Infinitum könnte mir helfen, dieses Rätsel zu lösen. Es wird noch nicht besser mit den Hinweisen. Es wird noch nicht besser. Wahrscheinlich habt ihr wirklich schon sofort geblickt, was man hier machen muss. Und ich stehe einfach mal wieder total auf dem Schlauch. Ich weiß ja nicht, ob außen die einfachste Form dann jeweils sein muss. Ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber das ist hier nicht... Also da hängt ja wirklich gar nichts zusammen. Hier könnte man ja noch sagen, gut, das Viereck. Und was ich halt dachte, der Stern. Dass man sagen kann, irgendwie ergeben die beiden zusammen dieses Bild. Aber das ist anscheinend auch nicht so richtig. Und hier oben... Das passt halt auch gar nicht. Und ich meine, ich habe ja jetzt auch keine Form doppelt in den jeweiligen Reihen. Wie viele Tipps gab es hier eigentlich? Okay, also 4. Na. Oh, der vierte ist bereit. Ich bin gespannt. Ich muss das korrekte Symbol mit dem jeweiligen Symbol auf dem Ornament zusammenbringen. Ich muss das korrekte Symbol mit dem jeweiligen Symbol auf dem Ornament zusammenbringen. Aber das habe ich doch schon gemacht, oder nicht? Ist das jetzt... Oh, bitte nicht. Also, bedeutet das wirklich nur, dass ich hier den Kreis zu dem Kreis machen muss? Oh nein, oder? Oh, bitte nicht. Oh, wow. Oh Gott. Oh nee. Also, lassen wir das einfach mal... ab jetzt unkommentiert stehen. die Lösung kann so einfach sein. Oh nein. Oh, warum bin ich denn da überhaupt nicht drauf gekommen? Ja gut, da habe ich doch mal entspannt über 10 Minuten da dran jetzt gehangen. Ich hoffe, ja, wenn es euch zu langweilig geworden ist, dass ihr dann einfach hierhin weitergeklickt habt. Und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Mann, Mann, Mann. Was soll ich sagen? Es kann so einfach sein. Ich hatte keine Ahnung, dass Leonardo hier noch ein weiteres geheimes Zimmer hat. Zum Glück hat er mir hier ein paar Hinweise hinterlassen. Ein Schwert. Ein schickes Schwert. Ah, kann man hier? Nee, kann man nicht. Ich habe schon gehofft, dass man da ein bisschen was rausziehen kann. Geht nicht. Der Ritter, oh, die Ritterrüstung, ist da noch wer drin? Ich bin der Meinung, ich habe da gerade was gesehen, aber es ist wahrscheinlich nur so eine Holzpuppe drin. So, hier kann man gerade noch nichts machen. Nö. Na, nu, ich möchte weg, danke. Hier kann ich nicht irgendwie was machen, nicht drehen. Auch nicht. Okay. Vielleicht gibt es ja andere Stellen, wo ich hier an der Rüstung noch ein bisschen rumdrücken kann. Nee, da oben nicht. Na gut. Sieht erstmal noch nicht so aus, oder? Dann muss ich wahrscheinlich noch irgendwas anderes erstmal finden. Gut. Mit der Zeit können wir hier nichts machen. Oh, Moment, Moment. Da oben beim Löwenkopf? Da komme ich nicht ran. Das ging nicht. Nein, da möchte ich nicht hin. Oh, kann ich hier hin? Nee. Okay, also an der Ritterrüstung ist wirklich erstmal nichts. Und hier auch nicht. Okay. Weiter geht's. Hier.
Okay, wir haben hier wieder eine Apparatur, einen Käfig, der irgendwie hier mit betrieben wird wahrscheinlich, also geöffnet werden kann. Dreieck und dann hier wieder Viereck und ein Acht, das Achtecken. Ja. Na, ich würde gerne hier eigentlich ein bisschen näher ran. Hier brauche ich eine sechseckige Form. Hier drin kann ich nichts drehen. Also ich denke mal, erste Aufgabe ist jetzt wirklich hier diesen Käfig hochzubekommen. Hier, da geht nichts. Also da ist eine 4, eine römische. Vielleicht ist es das vierte, was wir machen müssen. Hier kann man sicherlich irgendwie wieder einen Hebel oder einen Knauf ansetzen. Was ist das? Okay, auch mit 3 Aussparungen. Ah, da kommt wahrscheinlich auch so ein Kopf rein. Und hier? Kann ich noch nichts machen? Okay. Moment, kann hier das Schwert vielleicht rein? Ja? Oh. Und eine große Holzkiste. Mhm, da brauchen wir auch wieder sowas wie einen Schlüssel. Oder hier einfach nur so ein Ornament. Ah, oh. Oh! Geht hier noch was zu drehen? Nur das eine? Die anderen gehen nicht. Kann man hier noch? Nee. Sehen wir was? Auch nicht. Und hier oben drauf geht's nicht. Kann man da reingucken? Leider nicht. Schade. Hier kann man auch nichts mehr drehen. Es war nur tatsächlich hier die Abdeckung und auf der anderen Seite ja, das Loch. Unten drunter ist nichts. Da kommt man nicht ran. Hm. Wieso kann man denn hier an den Dingern nichts weiter machen? Überall geht nichts. Nein, ich möchte noch keinen Hinweis. So schlimm ist es noch nicht. Kommt erst noch. Gut, aber hier ist irgendwie nichts. Also da muss man sicherlich auch wieder irgendwas reinstecken. Müssen wir mal gucken, was wir da bekommen. Da geht's noch nicht hin. Okay. Ich wollte eigentlich noch mal den Käfig angucken. Aber dann haben wir jetzt hier ein Gemälde. Okay. Kann ich da was machen? Leider nicht. Und hier kann ich auch nichts machen. Also hier ist gerade nicht so wirklich viel interaktiv. Kann ich mir das bitte noch genauer angucken? Das ist ein Pfeil, oder? Soll das ein Pfeil sein, der nach da zeigt? Man kann es schwer erkennen. Man kann es leider schwer erkennen. Oh. Da möchte ich ran. Aber da komme ich noch nicht hin. Ach, schade. Okay, aber dann ist ja schon mal irgendwie klar, dass man da was sehen kann. Warum sehe ich das jetzt nicht mehr? Ach, war mit der Zeit. Okay. Auch noch ein Maschinchen. Es ist halt noch so dunkel in dem Raum. Ich denke mal, da wird schon noch so ein bisschen Licht kommen, wenn wir weiterkommen. Ein paar schöne Totenköpfe hier. Das ist doch ein Brief, oder? Aber da kommen wir auch noch nicht ran. Dann muss das ja irgendwo hier weitergehen. Und das sieht aus wie eine Kurbel, aber ich komme nicht in den Bereich. Vielleicht hier irgendwo an der Seite noch. Eine
Nochmal am Schwert? Auch nicht? Gucken wir uns nochmal die Truhe an. Ich kann man die ja irgendwie doch schon öffnen. Aber nee, ich brauche ja irgendwas, was ich hier dann da reinpacken kann. Das sieht ja wirklich aus wie ein Schlüsselloch. Der Pepin-Schlüssel, da geht's noch nicht weiter. Hier nicht, da nicht. Ich habe auch gerade keinen Gegenstand, den ich irgendwie nutzen kann. Mal rüber. Ist das hier auch was? Nee. Gehen wir nochmal hier hin. Eventuell kann man ja hier irgendwas machen. Die Steuerung für den Aufzugsmechanismus, der von Leonardos Heißluftgebläse am Kamin angetrieben wird. Okay, ja. Der Kamin ist aber gerade noch gar nicht an. Ich würde gern auf die Seite. Weil hier kann ich ja auch nichts machen. Oder habe ich das hier übersehen und ich kann hier doch schon irgendwas machen? Das sieht doch aus wie Steinplatten. Die kann man so nicht bewegen. Ich möchte hier hin. Das sieht so aus, als ob man hier weitermachen kann. Oh, wartet mal. Hier, das sieht auch aus, als ob man das dann nach links schieben kann. Kann ich denn hier einfach so einen Kopf klauen? Leider nicht. Schade. Gucken wir nochmal durchs Okular. Eventuell entdecken wir ja doch noch was. Vielleicht hier bei der Fackel? Nee, da. Na? Nee. Kann ich denn an die Tür? Nee. Also hier ist auf jeden Fall überall nichts. Jede Menge nichts. Hier ist auch nichts mit der Zeit. Hier fehlt mir ein Gegenstand. Den muss ich irgendwo herbekommen. Aber ich kriege die Kiste noch nicht auf. Kann ich hier ran? Nee. Das verwirrt mich so, dass hier jetzt ein kleines Loch drin ist. Ach, wartet mal. Nee, das ist ja nur, weil ich es bewegt habe. Ja? Genau, diese Kratzspur. Da ist nichts. Hat schwierig. Gehen wir vielleicht nochmal hier hinten zum Gemälde? Oder eventuell ist hier ja am Kamin noch was? Ja, okay. Etwas anderes blockiert noch das Gitter. Was denn? Was blockiert hier das Gitter? Das Teil hier, das kriege ich nicht raus. Auf der Seite ist nichts. Was kann denn hier noch blockieren? Hier liegt doch gar nichts. Und ich komme ja auch gar nicht irgendwo anders hin. Ich klicke ja jetzt gerade hier schon wie wild. Oder ich muss halt wirklich beim Gemälde noch was machen. Kann ich denn hier schieben? Schieben oder ziehen? Oder ist vielleicht... Habe ich das vorhin schon so angeschaut? Mit der Zeit eventuell? Auch nicht. Sehr schön komisch, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass zumindest hier irgendwie was gemacht werden kann mit dem Gemälde oder halt mit diesen Befestigungen hier. Aber da ist nichts. Hier oben nirgends. Etwas anderes blockiert das Gitter. Was denn? Da ist doch gar nichts. Also ja, wir hatten hier unten gesehen, dass da ein Symbol ist, aber... Kann da ja nichts wegnehmen.
Das kriege ich ja hier nicht raus. Das ist ja komisch hier. Ja, ich lasse mir mal wieder so einen super hilfreichen Tipp geben. Wenn es denn gehen würde, die Tipps sind gerade gar nicht da. Was ist denn da los? Ich kriege keine Hinweise. Das ist ja schön. Oder, wartet mal. Eventuell, da sind doch Blumen dran. Kann man an den Blumen hier was machen? Ach, ich komme da gar nicht hin. Schade. Habe ich ja gehofft, dass hier die Blumen irgendwie was blockieren. Ja, wahrscheinlich ist das hier wirklich dann auch wie so ein Schloss. Also, das Ganze hier. Und dann kann ich das irgendwie bewegen. Oh, guck mal hier. Eine lange Holzkiste kam aus dem Grab. Ich muss herausfinden, wie man sie öffnet. Ja, das würde ich gerne auch rausfinden. Aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Gedacht, ich brauche da noch irgendwie einen Gegenstand. Kann ich hier denn noch irgendwie schieben, drücken? Das sieht doch so eindeutig danach aus, dass man hier noch was braucht. Oder ich erwische einfach nur nicht die richtige Stelle und hier würde sich auch nochmal irgendwie so ein Ornament bewegen. Komisch. Wie geht die Kiste auf? Das war hier ja schon ein erster Schritt sicherlich. Kann man hier noch was? Nee. Warum konnte ich denn nur das eine bewegen? Und das hier nicht? Ich lasse mir noch einen zweiten Hinweis geben. Da sind ein paar Kratzer an der unteren rechten Ecke der Kiste. Was? An der unteren rechten Ecke der Kiste? Also, soll das das sein? Das ist aber nicht die untere rechte Ecke. Also man kann mir ja viel unterstellen, aber links und rechts kriege ich hier noch auseinander. Das ist ja wohl die linke Ecke. Okay. Ah, okay. Ja, so viel dazu. Immerhin geöffnet. Gut, dann einmal so. Ein Federmechanismus. Was leuchtet hier so? Okay, es hat nichts zu bedeuten. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir den dann einsetzen können. Wie sieht der unten aus? Achso, der kommt hier an die Seite. Vielleicht kommt der hier ran. Das sah aus wie ein Sechseck. Nee. Gut, der ist auch ein bisschen zu klein, wobei wir haben ja schon mitbekommen, dass einige Gegenstände, wenn man sie dann irgendwo einsetzt, auf einmal riesengroß aussehen. Kann der hier irgendwo ran? Mal ein bisschen näher ran. Ach nee, geht nicht. Wo kann der eingesetzt werden? Ich meine, das hier ist so eine, also die Dreieraussparung, das ist nicht sinnvoll. Hier komme ich nicht hin. Geht das vielleicht am Kamin? Sah das nicht so aus, gerade als ob man das nutzen kann? Aber anscheinend nicht. Gucken wir uns das nochmal an. Kann man da noch irgendwas machen? Wo muss die Feder eingesetzt werden? Vielleicht wird das auch mit der Seite irgendwo raufgesetzt. Wo fehlt hier dieser Federmechanismus? Hier ist es nicht. Hier auch nicht. Und am Bild wahrscheinlich auch nicht. Überraschend. Moment, vielleicht hier. Vielleicht direkt an der Truhe selber. Ich meine, das ist ja eine große Truhe. Oder eventuell auf der Rückseite. Hier.
Nein. Warum nicht? Warum passt das denn nicht? Ist hier denn noch irgendwo ein Kratzer, den ich gerade noch nicht gesehen habe? Irgendwie nicht. Wo könnte der Fehlermechanismus angesetzt werden? Hier ist, ergibt ja gar keinen Sinn. So viele Optionen habe ich ja auch tatsächlich gar nicht. Kommt der hier hinten irgendwie? Also nicht hier, sondern irgendwie an die Scharniere hier? Auch nicht. Hm, wo kommt der ran? Hier vielleicht? Aber das wäre ja auch irgendwie komisch, oder? Da passt nichts. Würde ja auch so ein bisschen aufploppen. Ja, und hier ging es ja auch nicht. Wo kommt der Federmechanismus hin? Kommt der an den Ritter? Man weiß es nicht. Den hätte ich jetzt auch fast vergessen, den Ritter. Hier oben, das sieht ja nun auch nicht so aus. Da muss irgendwas anderes drauf. Aber noch, können wir hier ran? Also, der Federmechanismus, das passt ja nur eigentlich bei einer Apparatur direkt. Wo soll der sonst ran? Aber so richtig viel ist hier nicht. Oder hier versteckt sich irgendwo unter diesem Plättchen noch was. Ah, hier, guck mal. Kann man das drehen? Hier ist doch auch so eine Kratzspur. Wieso kann ich denn das nicht bewegen? Hier, da. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich das direkt bewegen kann. Aber es geht wahrscheinlich erst, wenn das Teil hier auch eingesetzt ist. Dann kann man das bestimmt nach links schieben. Und dann kann man hier das Ding drehen und da geht es dann weiter. Aber das hilft uns gerade nicht, weil ich nicht weiß, wo der Federmechanismus ran soll. Übersehe ich hier schon wieder was? Wahrscheinlich. Hier geht nichts. Da ist nichts. Hier kommen wir aber noch nicht ran. Was total komisch ist. Nicht so einfach. Und hier können wir halt auch nichts machen. Ich habe keine Ahnung, wo das ran kann. Irgendwo muss das ja eingesetzt werden. Irgendwo fehlt diese Feder. Auf der Seite ist nichts. Da kann man nichts einsetzen. An Schwert kommen wir nicht ran. Die Truhe hat keine weitere Aussparung dafür. Nein, ich sehe sie nicht. Kann man hier noch was schieben? Manchmal ist das ja so, dass es so einen doppelten Boden gibt, weil es sieht ja hier auch schon so ein bisschen speziell aus, oder? Hier? Aber da bewegt sich nichts. Hä? Okay, ich konnte doppelklicken. Ach, na super. Okay, aber schaut mal hier. Das sieht das schon so aus? Als ob man hier was bewegen könnte. Kommt die dahin? Nee. Das sieht doch aus wie ein Extraboden. Oder ich bilde mir das jetzt... Nee, Moment, ich hab's doch gerade... Ich hab's bewegt. Aha! Okay. Sehr cool. Doch noch was gefunden. Ein kreuzförmiger Gegenstand. Wo kann der denn hin?
Okay, der ist kreisförmig. Ist das der Schlüssel? Nein. Kann ich den damit kombinieren? Nein. Müsste ja auch ein Plus-Symbol da sein. Ah, Moment. Ich guck mal, ob man da noch irgendwie drehen kann. Kann man nicht. Okay. Macht nichts. Eventuell passt der hier drüben. Coole Sache. Und ein Klappschlüssel. Dann klappen wir den mal aus. Ein ausgeklappter Schlüssel. Schöne Sache. Boah, und jetzt bin ich gespannt, was in der Truhe drin ist. Oh, ein Kopf. Sehr cool. Der Wolfskopf aus Metall. Den habe ich doch erwartet. Und dann schieben wir das mal nach links. Und hier das... Ja. Ha. Ist hier irgendwas drin? Da muss wahrscheinlich auch noch irgendwas rein. Das kann man bestimmt jetzt... Ja. Auch schieben. Seltsam geformtes Objekt. Hat was von einer Energiesparlampe. Wenn man sie sich ein bisschen anders vorstellt. Ihr wisst schon. Ein Messingkreuz. Kommt das dann rauf? Mal gucken. Kommt das da oben rein? Oder kommt die Feder hier rein? Nee. Das Kreuz kommt da auch nicht rein. Die Feder wäre hier natürlich auch witzig gewesen. Hier kann man jetzt auch nichts mehr drehen. Das gucken wir uns gleich noch an. Mal kurz die Unterseite hier nochmal anschauen. Oh, das setzt man irgendwo auf. Wo auch immer das dann rauf kann. Wahrscheinlich hier dann auf dem Grab. Aber eventuell kann man ja hier auch schon irgendwas machen. Nee. Na gut. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen für heute Feierabend. Es ging ja jetzt am Ende dann doch noch gut hier mit der Kiste, dass wir die aufbekommen haben. Und beim nächsten Mal schaue ich mir dann ein bisschen genauer an, was hier so los ist. So ein Schieberätsel. Kennt ja vielleicht noch der ein oder andere. Ich hatte sowas als Kind immer. Ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man nur ein Feld hat, wo man Sachen zwischenparken kann. Aber da sehen wir ja schon, wir müssen dann hier sicherlich das Ganze verbinden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Ciao!